Hut ab, dass du dich da von den anderen nicht unterkriegen lässt. Das ist ja teilweise schon wirklich ein bisschen unter der Gürtellinie. Wie sagen denn deine Freunde und deine Familie? Also bist du da vollkommen falsch dargestellt oder geben die dir da Rückenwind? Und also leider muss ich sagen, ist das sehr schwierig für meine Freunde und Familie, das zu schauen. Ich selbst schaue es selbst auch gar nicht mehr. Ich habe vielleicht 2, 3 Folgen geschaut, aber es nimmt mich zu sehr mit. Also das ist noch alles zu kurzfristig passiert und es tut einfach nur weh im Herzen, wie Menschen, mit denen man zusammengelebt hat, einfach nur, egal was man macht, alles schlecht sieht. Und ich bin so ein positiver Mensch, egal was Schlechtes passiert ist, war ich trotzdem, obwohl ich nicht so gefühlt habe. Und das nennt sich eigentlich Professionalität und viele können das leider nicht immer so mit ans Tageslicht bringen und dann sagen die gleich, dass man falsch ist und dass man, also es ist schade, weil ich würde niemals selbst gegen eine Vanessa und Sarah, ich habe meine eigene Meinung, aber ich werde die niemals zu euch, zu den Medien sagen, weil ich bin nicht so ein Mensch, ich bin herzlich aufgewachsen und die Mädels wissen, was ich über die denke, weil so wie die sich zu mir verhalten haben, kann man auch nichts anderes denken und vieles wurde natürlich auch nicht abgefilmt, aber nichtsdestotrotz, respektiere ich sie, verhalte mich gut zu denen, sag denen Hallo und wenn man mich ignoriert, dann ist es auch nicht mehr mein Problem, aber ich gehe damit sehr erwachsen und ich bin dankbar für diese Erfahrung, weil dementsprechend hat mich das nur noch stärker gemacht und zu dem gemacht, wer ich heute bin.